Ja, nochmal liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin natürlich wieder euer Avenger und ja, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich labern soll. Ich meine, ich muss gleich wieder mal zur Arbeit und hab mir gedacht, ich trinke jetzt noch schnell einen Kaffee, wie immer eigentlich, wenn ich ein Video mache und ja, entschuldige mich erstmal dafür, dass so wenig Videos kommen, beziehungsweise der Avenger Talk kam ja am Montag statt am Sonntag, weil ich übelst keine Zeit hatte. Ich habe es auch in die Kommentare, hab's auch im Video erwähnt, dass ich so null Zeit hatte. Ich gehe mal raus, es ist viel heller, also nicht erschrecken. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte null Bock, echt null Bock. Wir haben dann abends gezockt und so und ja, und dann habe ich mir so gedacht, scheiße, jetzt muss ich noch ein Ding rausbringen. Alter, ist meine Linse kaputt? Ah nee, ist nicht. Ja, und wie schon gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Ja, auf jeden Fall war es dann schon so elendig spät. Wir hatten dann schon 23:30 oder so und ich habe dann, ja, gar nicht wahr, es war 11. 11 war es. Und also das Video war mega aufwendig und hat ewig lang gedauert. Und wie schon gesagt, wir hatten dann schon 23:55. Also hätte ich das dann noch als Avenger Talk für den Sonntag, wäre, glaube ich, nicht so cool gekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, lässt es jetzt und machst es dann halt für den Montag fertig. Ich habe es am Montag hochgeladen und Ding. War eigentlich ganz cool, ne? Aber ich glaube, dieses Top 5 Video, das kam nicht so gut an. Ihr könnt es mal in die Kommentare reinschreiben. Oder mal irgendwie klein, hey. Ich habe den Mund immer so braun beim Labern. Ja, und wie schon gesagt, ich hoffe, so ein Vlog, der geht auch ganz gut. Ich würde hier ultra gerne mal mit auf die Arbeit nehmen, aber ich glaube, mein Chef würde das nicht so cool finden, wenn ich da ständig mit der Kamera rumrenne. Außerdem schaffe ich da meine ganze Arbeit nicht. Das wäre ein bisschen zu krass. So. Vielleicht mache ich mal so ein Auto-Vlog, wenn es nicht so lange wird, dass ich einfach mal mit auf die Arbeit nehme. Ich fahre eine Dreiviertelstunde bis zur Arbeit. Da hätte ich ziemlich viel Bildmaterial und das muss auch geschnitten werden. Und das ist ziemlich aufwendig und hart. Also naja, worauf ich überhaupt hinaus will, ist folgendermaßen. Wir hatten ja gestern auch Mittwoch und es kam schon wieder kein Avenger Talk und deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt haust du mal schnell einen Vlog raus, dass ihr auch mal wisst, wo ihr seid und auf welchem Stand ich gerade bin. Ich habe jetzt erst wieder Montag, Dienstag frei, mein Wecker geht gerade los. Klar, Moment mal. Ja, wir haben halb neun in der Früh und mein Wecker geht los. Nee, ich mache manchmal nachts so lange oder abends, dass ich dann halt meinen Wecker so stellen muss, dass ich ja doch wirklich wach werde. Ich brauche so im Schnitt 6 Stunden Schlaf. Und ja, wenn ich dann halt so um 2 ins Bett gehe, dann brauche ich um 8 Uhr einen Wecker, ist ja völlig logisch. Oder halt auch mal um 3, dann brauche ich um 9 Uhr einen Wecker. Und damit ich nicht 100% verschlafe, dann noch eine Stunde später, falls ich dann mal doch 7 Stunden am Stück brauche. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, vielleicht am Sonntag gibt es noch ein Video, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich möchte auch wieder ein paar Let's Plays machen und da muss ich auch ziemlich viel schneiden. Für die, die meinen Let's Play Channel noch nicht kennen, da oben gucken oder in der Endkarte, wie ist das, wie ich meine. Auf jeden Fall, ihr könnt mir mal auch mal ein paar Themen für den Avenger Talk reinschreiben, was ich so für euch machen muss. Guckt euch mal die geile Aussicht an, ist das nicht Bombe? Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Unsere Kleinstadt. Und ja, na, auf jeden Fall da unten mal reinblockern, schreibt auf jeden Fall mal, wie ihr überhaupt zu meinem Channel findet, wie ihr mich findet, was, wie meine Themen bei euch ankommen und ja, es wäre mir halt mal ultra wichtig, mal so ein kleines Feedback, weil ich stecke ziemlich viel Arbeit in meinen Videos und es wäre halt echt mal cool, wenn da mal was kommt. Ich meine, abgesehen von den Videos oder so machen. Mich, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs kleine Video und ja, der Endcut seht ihr nochmal mein letztes Video und Franz zum Abonnieren und der Let's Play Channel. Also, ich freue mich auf euch, haut rein, bis dahin, servus. 1985.